Dort draußen gibt es viele Menschen mit tollen Ideen, wie sie ihr Lebensumfeld für sich und andere schöner machen könnten. Leider scheitert die Umsetzung solcher Projekte oft, weil kein Geld da ist. Deswegen hat die Mainzer Volksbank im Sinne des genossenschaftlichen Prinzips Was einer nicht schafft, schaffen viele, das Portal vieleschaffenmehr.de ins Leben gerufen. Hier kann jeder für seinen Verein oder eine gemeinnützige Einrichtung Projekte mit Unterstützung seiner Mitmenschen in die Tat umsetzen und sich somit innerhalb seines Umfelds sozial engagieren. Neudeutsch heißt das Crowdfunding und funktioniert so. Bei jedem Fußballtraining ärgert sich Felix, dass der Platz, auf dem sie trainieren, so runtergekommen ist. Er weiß, dass der Verein für die Erneuerung kein Geld hat. Kennt aber die Crowdfunding-Initiative der Mainzer Volksbank. Er schlägt dem Vereinsvorstand vor, das Projekt Erneuerung des Fußballplatzes auf vieleschaffenmehr.de einzustellen. Der ist einverstanden. Felix beschreibt also sein Vorhaben anschaulich auf der Plattform und rechnet aus, wie viel Geld für die Umsetzung zusammenkommen muss. Seine Mannschaftskameraden helfen ihm dabei. Nun muss Felix genug Leute auftreiben, die sein Projekt gut finden und dies online per Klick bestätigen. Dafür rührt seine Mannschaft ordentlich die Werbetrommel. Sowohl bei Freunden und Bekannten, als auch online bei Facebook und Co. Sind genug Fans gefunden, wird es erst richtig spannend. Die Funding-Phase beginnt. Nun kann jeder, der die Idee unterstützenswert findet, mit einer selbst festgelegten Summe zur Umsetzung des Projekts beitragen. Wieder motivieren Felix und die anderen fleißig immer mehr Leute zum Unterstützen des Projektes. Denn nur wenn der vorher festgesetzte Betrag auch tatsächlich zusammenkommt, wird das Vorhaben umgesetzt. Findet eine Idee nicht genügend Förderer, dann bekommen alle, die das Projekt bereits unterstützt haben, ihr Geld zurück. Einen neuen Fußballplatz aber wird es dann nicht geben. Doch die Idee von Felix kommt gut an. Die benötigte Geldsumme steht bereit und die Erneuerung kann starten. Felix, sein Team und all die anderen Vereinsmitglieder freuen sich über ihren neuen Fußballplatz. Und die Projektunterstützer erhalten ein Dankeschön mit ideellem Wert. Zur Einweihung des neuen Fußballfelds sind alle Unterstützer herzlich zum All-Stars-Spiel gegen Felix und seine Mannschaft eingeladen. So haben sich viele engagiert und einen Mehrwert geschaffen, der für viele nützlich ist. Genau darauf kommt es uns an. Wir sind gespannt auf Ihre Projektidee. Dabei muss es nicht immer gleich ein ganzer Fußballplatz sein. Auch über kleinere Projektideen freuen wir uns. Wie die Mainzer Volksbank Ihr Projekt zudem auch finanziell unterstützen kann, erfahren Sie auf unserer Website.